Wenn man heute an den Benziger Verlag denkt, dann erinnert sie sich vielleicht eher an Kinderbücher und Belletristik aus den 70er und 80er Jahren. Und was aber weniger bekannt ist, ist die frühe Geschichte des Benziger Verlag aus Einsiedeln, der aber sehr wichtig war für das Dorf und für die ganze Verlagslandschaft der Schweiz. Was wir hier im Museum Frahm in Einsiedeln haben, ist der ganze Nachlassarchiv des Benziger Verlags, der hier in Einsiedeln tätig war. Und unser Archiv hat hunderte von Laufmetern und beherbergt wirklich Schätze aus vergangener Zeit, aus dieser Zeit, wo der Benziger Verlag weltweit bekannt war und innovativ für die ganze Verlegslandschaft der Schweiz. Sie waren so innovativ, dass sie 1870 circa schon farbig drucken konnten. Damals war das eine innovative Technik, die nicht alle konnten. Und der Benziger Verlag war eine von der ersten Firmen, die das konnte überhaupt. Sie waren nicht nur sehr innovativ, sondern auch international. Sie dachten schon sehr global, hatten Filialen überall auf der Welt, bis in New York, Cincinnati, aber auch in Europa. Wichtig war auch der Austausch mit dem Vatikan. Da hatten sie auch stets rege Kontakt. In der Sammlung haben wir Tausenden von Kupferdruckplatten. Was unsere Archiv speziell macht, ist die Tatsache, dass wir die verschiedenen Arbeitsstufen des Verlages noch zeigen können. So sind zum Beispiel Tausenden von Entwurfzeichnungen, Probedruck, Austauschbriefen, Künstler und Autoren bei uns aufbewahrt und archiviert. Der Benziger Verlag ist seit circa 30 Jahren aus der Verlagslandschaft der Schweiz verschwunden.